Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. So, ich habe offscreen mal herausgefunden, ungefähr wo der fröhliche Stör ist oder der feiernde Stör oder wie er auch immer heißt. Und gleichzeitig bin ich auf etwas Unangenehmes gestoßen, nämlich dass ich einen Bug verursacht habe, den ich euch einfach gleich mal zeigen möchte. Dafür müssen wir erst einmal ins Hauptquartier der flammenden Faust. Aber wir können zwischendurch in dem Gemischtwarenladen hier vorbeischauen. Du bist ja im Gemischtwarenladen, ja. Und dort mal Zeug absetzen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja. Dich bei Gelegenheit mal heilen. Was wollt ihr? Jahira, Gemeinschaft der sieben Sonnen. Da müsste alles wieder normal laufen. So, wir gehen jetzt erstmal in den Gemischtwarenladen. Was? Beinahe unter meiner Würde. So. Beinahe unter meiner Würde. Verkaufen Plunder. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ich würde gerne kaufen, es wert. Engelshautring, die Geschichte des Einhornflusses, die nicht. Mareks Trank auch nicht. Ein Dolch plus 1 können wir loswerden. Edelsteine. Hellsehen. Verkaufen. So. Flammentanzring. Die Sachen können wir auch alle verkaufen. So. Schreckenszauber. Verkaufen. Den Speer plus 1 können wir mittlerweile auch verkaufen. Ja, Hera wird niemals einen Speer benutzen. Dolch plus 1. Morgenstern plus 1. Kurzschwert. Langschwert. Infravisionshelm, Lederrüstung, kann alles weg. Trank der Freiheit. Ein Dolch plus 2 brauchen wir auch nicht. Trank der Schöpferkraft hingegen. Intelligenz, oder? Ja, den brauchen wir noch. Schnelligkeitsöl für Minsk. Okay, verkaufen. Du hast eh nur Zeug, was wir brauchen. Du. Ein Langschwert. Spitzbubenstein, oh, der ist viel wert, genauso wie der Sternensaphir. Obwohl, die hebe ich mal auf. Pfeile wollen wir behalten. Die Formeln können allerdings weg. So, du hast nichts Wichtiges. So. Gut. Wir haben jede Menge Zeug zu identifizieren. Deswegen mehr Identifikationszauber. Ja. Kurzbogen kann sie nicht identifizieren, den Stab nicht, den Langschild nicht, die Handschuhe nicht. Man kann es ja mal. So. Man kann es ja mal versuchen. Fehlt jemand? Ja. Ach ja. Beinahe unter meiner Würde. Die Anführerin fehlt. Nichts leichter als das. Mit ihrem Superhelm. Gut. So gut. War das hier ein Gasthaus? Wirtshaus zum alten Knacker, ja, war es. Aber ich glaube, das war das mit den Schleimen. So, gehen wir da mal rein. Ja, genau, das war das mit den Schleimen. Hier gibt es leider keinen Barkeeper mehr. Ja. Okay, dann geben wir jetzt erstmal die flammende Faust. Sagt, was ihr wollt. Ja. Es ist Stunde 6, es wird also langsam wieder Tag. Da ist unser verrückter Zwergenkumpel. Ja. So, und zwar der Bug, den ich meinte, ist genau hier. Hier fehlt nämlich jemand, und zwar Scar. Nichts leichter als das. Und zwar habe ich herausgefunden, wir hätten nicht mit Enter Silberschild reden dürfen. Im obersten Stockwerk, kleiner Leck. Im obersten Stockwerk, weil wenn wir das machen, triggern wir etwas und Scar verschwindet. Für immer. Was nicht so toll ist, weil wir ja noch eine Quest für Scar haben. This way, good sir. Over here.
Okay, erst einmal geben wir Fergus seinen Ring. Ich dachte eigentlich, ich wollte den anderen ansprechen wegen Scar. Ah ja, ein Ring aus Engelshort. Ihr müsst meine Liebste gut kennen, wenn ihr diese ausgezeichnete Wahl getroffen habt. Wenn ihr hier Arbeit hier in der Gegend braucht, dann meldet euch bei Scar, dem stellvertretenden Kommandanten der Fallenden Faust. Sagt ihm, ich hätte euch empfohlen. Womit kann ich denn von Schwerte? Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr. Wo? Deswegen habe ich einen Entschluss gefasst, weil. Kurz Quicksave machen. Weil. Wip, ich müsste. Das hier war der falsche Spielstand. Wo wir aus Versehen Scar vergessen haben, Jasso zu befreien. Und die beiden hier, das waren die letzten beiden Aufnahmesessions. Ich müsste also theoretisch bei diesem Spielstand wieder ansetzen. Den kann ich mal kurz laden. Und müsste das hier alles noch aufdecken. Und dort die Quests machen und annehmen und so weiter. Ja. Das heißt, ich muss ziemlich viel offscreen nochmal wieder rausholen. Bevor wir mit Enter Silberschild sprechen. Genau, das war nämlich noch bevor wir in die Gemeinschaft der sieben Sonnen gegangen sind. Kann ich mal kurz zeigen. Quicksave haben wir ja gemacht. Wenn wir hier hingehen. Gemeinschaft der sieben Sonnen haben wir zwar aufgedeckt, aber wir waren noch nicht drin. Deswegen werde ich jetzt, ist mein Vorgehen folgendes. Ich lade meinen Quicksave wieder. Ich werde jetzt alle Quests oberhalb, also im oberen, im Baldur's Tor oder der Oberfläche, abschließen. Das ist ja nicht mehr viel. Das sind einmal die Diebesquests. Dann Ragefast. Ich will nochmal in Enters Anwesen rein. Hier den Turm haben wir noch nicht. Und hier irgendwo in dem oder dem Gebiet war ja ein Haus mit solchen magischen Wächtern. Da will ich auch nochmal reingucken. Und natürlich hier in dem Gebiet ist der Stör, den wir aufsuchen wollen. So, jetzt will ich aber erst einmal gucken, dass ich Quests abschließe. Du hast kein Magiebandzauber mehr zurzeit. Ich glaube, sie hat auf jeden Fall viel zu viele Feuerballzauberstäbe. Oh, immerhin kann man wieder Pfeile einlegen hier. Davon haben wir auch noch mehr als genügend. Die beiden Steine und das Buch, das sind Questgegenstände. Jedenfalls das Buch ist ein Questgegenstand. Das müssen wir im Stör abgeben. Und dieses Buch müssen wir einer Frau geben. Jetzt will ich mal herausfinden, wo die Frau ist. Bei seinem Hausbesuch, der scheint Katze verärgert. Genau das hier habe ich auch herausgefunden, dass wir, wo wir Petrin finden können. Rini, eine Bardin und Balladensängerin hier in Baldur's Tor, hat mich gebeten, eine gewisse Geschichte. Ja, okay, das muss. Genau, das muss, bevor wir Ramazit getroffen haben, passiert sein. Wahrscheinlich in der errötenden Nixe. Gut, dann machen wir erstmal das, dann gehen wir den Stör finden. Was? Der ist nämlich auf der angeblich im selben Gebiet wie die Nixe. Bitte rettet mich. Und dann sehen wir weiter. Beinahe unter meiner Würde. Also ja, dann machen wir auf jeden Fall noch Ragefasts Haus. Im Helm und Umhang waren wir noch nicht. Der hat auch eine besondere Bedeutung, das Haus. Komme ich am schnellsten hier raus? Mach einfach querfeldein über den Hauptplatz, würde ich sagen. Dann suchen wir erst die Frau, dass wir ihr das Buch geben können. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. Ja. Dann suchen wir die Frau, geben ihr das Buch. Dann suchen wir den Stör. Geben der anderen Frau das Buch mit den Flüchen. Schlafen dem Stör. Und dann versuchen wir mal mit Imoen die Diebesquest zu machen.
So, Mist. Falsch. Irgendwo hier muss nämlich der Stör sein. Ich habe so das Gefühl, dass es das Gebäude hier ist. Wobei wir in das Gebäude nicht rein können. Hier ist der Schrein von Ilmata. Es muss auf jeden Fall hier sein, das Gebäude. Städte sind immer so beängstigend. So viele Leute. Hm. Du bist die errötende Nixe. Du bist kein Stör, du bist ein Ilmata-Tempel. Es muss eigentlich das Gebäude hier sein, nur weiß ich nicht, wie man hier reinkommen soll. Was wollt ihr? Ja, das hier war das Zählhaus. Unter meiner Würde. Oder war das hier der Stör? Das kann aber nicht sein. Nein, das ist ein Gemischtwarenladen. Nicht schlechter als das. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja, du bist ein Gemischtwarenladen, okay. Gut. Und hier unten sind ansonsten. Ja doch, hier ist noch ein Gebäude. Aber ob das hier der Stör sein soll? Nein, das ist ein Herrenhaus. Beinahe unter meiner Würde. So, aus hier. Unter meiner Würde. Und ich weiß, es gibt noch einen interessanten Erzähler hier in Baldur's Gate. Hat sie etwas gesagt? Der müsste eigentlich in dem Gebiet hier überm Hafen sein. Der erzählt uns nämlich was über Baldurran, dem Gründer von Baldur's Gate. Meine Eide hat mir ganz schön eingeheizt. Ein bisschen Hintergrundgeschichte fürs Eltern, soweit ich weiß. So, das heißt, hier hoch erstmal. Beinahe unter meiner Würde. Und dann hier rüber. Nichts leichter als das. So, erstmal die errötende Nixe. So. Nichts leichter als das. Und ich glaube, sie war ein Stockwerk höher. Oder war sie hier unten? Du bist eine Magd. Oh, war sie nicht hier hinten? Nein, war sie nicht. Hier waren Lagerräume. Und wir haben 7 Uhr morgens. Also jetzt können wir schon mal die Diebesquest bis zum Abend vergessen. Komm, geh aus dem Weg. Talisa, komm bitte. Beinahe unter meiner Würde. Bürgerliche. Spieler. Ne, hier oben war sie, glaube ich, auch nicht. Hier oben war nur der Marek, dem wir die Dings, die das Gift Gegengift abgenommen haben. Nichts leichter als das. Bürgerlicher. Beinahe unter meiner Würde. Stimmt, hier waren ja noch Häuser. Kurtisane, nein. Ilmata-Tempel. Hier draußen können wir nämlich nicht hin. Lieferanteneingang der errötenden Nixe. Bist du? Nein, du bist nur eine Bürgerliche. Was wünscht ihr?
Stimmt, die haben wir dann wahrscheinlich in dem anderen Gebiet getroffen. Die Bardin. Ah, raus bitte. Beinahe unter meiner Würde. Aber angeblich müsste der Stör hier sein.